Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Wir machen wieder einen Sprung ins Ländle, besser gesagt nach Tirol, nach Imst zum SC Imst. Und da dürfen wir begrüßen Manuel Westreicher, den Obmann des SC Imst. Hallo Manuel. Servus. Wie schauen wir aus in Tirol mit Schnee? Wie schaut es aus bei euch, das Wetter? Bei uns ist eher noch kein Schnee hin und wieder, aber sind die Bedingungen bei euch eher winterlich oder könnte man Fußball spielen ohne Probleme? Man könnte Fußball spielen, aber nur auf der Grundstraße natürlich, aber es ist eher winterlich. Also heute hat es minus 10 Grad gehabt und zum Trainieren halt sehr schwierig, aber wie gesagt, die nimmst. Sind wir gesegnet, haben wir einen Kunststraßen, der wird jeden Tag abgezogen, wenn wir spielen dürften. Aber die Frage stellt sich sowieso nicht zurzeit. Zurzeit stellt sich die Frage nicht eben wegen Corona. Du hast gesagt, in Imst habt ihr einen Kunststraßen. Ich glaube, es gibt nur relativ wenige in Tirol, oder? Ja, wir sind sehr gesegnet mit schönen Fußballplätzen, aber halt Rasen. Also die Situation ist recht gut bei uns, aber im Umkreis von 20 Kilometern ist der nächste in Delfs, glaube ich. Dann haben wir eigentlich in den Tälern, in höher gelegenen Spielorten sozusagen, gibt es noch einiges. Aber ja, Imst ist sehr hochfrequentiert, weil die Akademie bzw. das LAZ Tirol vom Tiroler Fußballverband auch bei uns trainiert und wir auch mit knapp 15 Mannschaften drauf trainieren müssen. Und ja, gut bespielter Kunststraßenplatz in Imst. Und schöne Berge hat man natürlich in Imst auch. Der SC Imst ja eigentlich noch ein neuerer Verein in der Regionalliga Tirol, wenn man das jetzt so sagen kann. Die Regionalliga Tirol ja auch eine neuere Liga, früher ja als Westliga bekannt. Jetzt ja die Regionalliga in Tirol. Bei euch hat es einige Umstrukturierungen auch im Verein gegeben. Ein neuer Trainer ist gekommen im Sommer. Ronald Gerzalio ist, obwohl sehr erfolgreich, trotzdem ausgetauscht worden. Herbert Ramsbacher wurde neuer Trainer. Ich habe gehört von einem, der sich auskennt, hat mir gesagt, ihr wollt jetzt offensiver werden. Ihr wollt jetzt nicht nur Betoner anrühren oder defensiv spielen, sondern ihr wollt jetzt nur eine offensive fußballerischen Leckerbissen euren Fans zeigen. Stimmt das so? Ja, so kann man das sagen. Also wir wollten eigentlich ein Spektakel im sportlichen Sinne praktisch im Stadion bieten. Die Mannschaft hat das Potenzial gehabt mit dem Ex-Trainer. Hat es da mit der Mannschaft, sowohl mit der Mannschaft als auch vom Publikum und vom Vorstand mehr oder weniger immer Debatten gegeben über offensiveres Spielweisen und so weiter. Und dann haben wir uns getrennt. Im Zuge ist auch der Ronny Gersaglio. Ein toller Spieler, ein toller Typ, mag ich gern, aber wie gesagt, ist dann mitgegangen mit dem Trainer sozusagen oder gewechselt nach Kufstein. Und mit dem Herbert Ramsbacher haben wir jetzt eigentlich einen ganzen neuen, modernen, jungen Trainer, der sich halt auf Spektakel einstellt und halt sehr offensiv spielen lässt und dementsprechend auch den Kader aufgestellt hat. Und mit jungen Tirolern in der Region sozusagen versuchen wir da, ein Spektakel abzuliefern, jetzt mal gegen jeden Gegner, egal wer da kommt. Und das gibt uns eigentlich auch recht. Wir haben ja tolle Zuschauerzahlen. Und von dem her kommen die Leute wirklich sehr gern ins Stadion. Und auch auf die Livestreams und so weiter, was wir sehen, die, was wir selber produzieren, haben wir tolle Ergebnisse erzielt. Es sind immer zwischen 3.500 und 6.500 Leute drauf. Und ja, so glaube ich, kann man das Produkt Fußball im regionalen Sinne oder in der dritten Liga sehr gut verkaufen, weil es doch ehrlicher Fußball ist und einiges geboten wird, wenn man da sich oft Zweitligapartien anschaut, auch in Tirol und so weiter, das ist schon ziemlich teilweise zart, sagen wir in Tirol, zum Zuschauen. Also wir wollen einfach mehr, dass da mehr passiert auf dem Platz, dass man mit mehr Risiko spielt, mehr Zug zum Tor und natürlich, wie soll ich sagen, man kriegt natürlich auch mehr Tore, aber insgesamt soll es ein Spektakel sein. Ja, und da arbeiten wir noch hin und das versuchen wir mit regionaler Talenteförderung, auch aus der Akademie Tirol und so weiter. Und mit ein paar spezielle Spieler, die sich das anschauen, die sich damit identifizieren können und zu uns kommen wollen. Solche haben wir auch mittlerweile drei. Man gewinnt also lieber 5-4, als man spielt 1-1 oder 0-0. Ja, wir verlieren sogar lieber 6-5, als wir 1-1 und schlecht spielen. Ganz ehrlich.
Gut, da gibt es wieder Trainer, die sich dann vielleicht ein bisschen ärgern darüber, dass sie verloren haben oder Spieler. Also da steht dann das. Aber für uns ist das Spektakel natürlich, auch für uns Medienleute natürlich, das Spektakel auch an erster Stelle. Und für die Zuschauer natürlich auch. Sie sehen lieber ein offensives Spiel als ein Geburke in der eigenen Hälfte. Und das hat sich also ausgezahlt. Zweiter Platz, 15 Spiele, 29 Punkte. Die Torfabrik der Liga, 39 Volltreffer, 21 Gegentore. Die kann man bekommen, wenn man 40 fast schießt. Ist alles aufgegangen, oder? Ja, alles. Aber wie gesagt, man merkt einfach auf der Tribüne auch, dass die Jungs das auch taugt, oder? Dass sie so spielen dürfen, sozusagen. Wir haben zum Beispiel einen deutschen Spieler, der hat natürlich ein ganz anderes Verständnis von taktischen Maßnahmen im Spiel sozusagen und hat sehr viel auf Sicherheit und so weiter gespielt und der ist einmal die ersten 5 Partien nur im Kreis gelaufen. Also der hat sich gut auskennt da dabei. Und wie gesagt, an solchen Situationen, die ganz schön sein für einen Sportler und für das Publikum und für den Club, und wir haben wirklich gutes Feedback insgesamt, auch von den Sponsoren und so weiter. Ist es ein erfolgreicher Weg, aber alles aufgegangen. Ja, also wie gesagt, nach Verlustpunkten können wir noch Dritter sein oder Vierter sogar. Also von dem her, wir hätten mal bei der einen oder anderen Partie sicher besser spielen müssen oder gewinnen müssen sozusagen. Aber wie gesagt, in der Liga fürchten wir jetzt mittlerweile für keinen mehr. Und der SC Imst hat sich einen Namen gemacht, unter anderem mit der Spielphilosophie und mit anderem mit der Vereinskultur. Das wollte ich gerade sagen, für viele ja ein Überraschungsteam trotzdem gewesen in der Liga. Ja, weil man gesagt hat, okay, mit dem hat man jetzt nicht gerechnet. Weil du sagst, naja, wir hätten ein bisschen besser dort und dort. In den letzten 6 Spielen hat es 5 Siege gegeben. Also man darf das schon ein bisschen auch hochloben, diese Saison. Und ihr schreibt ja auf eurer Homepage auch, durch konstant starke Leistungen konnten wir alle Erwartungen übertreffen und überwintern auf dem sensationellen zweiten Zwischenrang. Ja, also, alle Erwartungen. Man darf die Leute auch da ein bisschen vor den Vorhang holen, oder? Ja, logisch. Aber wie gesagt, Ziel war der ÖFB-Startplatz vor der Saison. Und wenn man jetzt die Gegner bzw. die Spieler so durchgeht, dann haben wir wirklich einige Spiele gehabt, wo wir nicht alles gebracht haben, was wir eigentlich sonst können. Also nicht jedes Mal 100%, sagen wir so. Wenn man dort auch, sag ich jetzt mal, die Leistung total abgerufen hätten sozusagen, dann wären wir wahrscheinlich ganz vorne dabei. Oder ganz, ganz vorne. Und ja, aber trotzdem sind wir zufrieden. Tolles Feedback, Spieler. Den taugt es auch, Trainer taugt es. Und jetzt schauen wir, dass wir hoffentlich wieder trainieren dürfen, irgendwann einmal. Ja. Und ja, dass wir die frühe Saison halt dementsprechend gleich gestalten. Aufstieg ist für uns kein Thema. Derzeit, finanzieller Natur und Infrastruktur, haben wir da Themen. Und deswegen hat, glaube ich, in der ganzen Regionalliga Tirol, Salzburg und Vorarlberg niemand angesucht für einen Aufstieg in die zweite Liga. Und deswegen gibt es auch die Diskussion dort, dass man eventuell die Saison, so wie man sie im Herbst jetzt gespielt hat, wieder im Frühjahr spielt, dass man sie nur im Land spielt sozusagen, weil es doch mehrere Derbys sein und vielleicht andere Zuschauer, der ins Stadion darf, vielleicht mehr kommt. Hoffentlich kommen die wieder, die Zuschauer. Bei euch ist ja auch ein reger Zulauf normal. 3 Spiele wird es in diesem Grunddurchgang noch geben für euch. Die Duelle sind Kitzbühel, der Tabellenführer, ist bei euch zu Gast. Kufstein ist bei euch zu Gast. Und dann gibt es zu Hause den Abschluss gegen Hall. Wenn man jetzt das hernimmt, so wie die Saison einmal begonnen hätte, würden die ersten 2, glaube ich, in einem Playoff dann spielen, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ist so eigentlich geplant gewesen. Jetzt ist für euch das Playoff, wenn es jetzt wirklich so stattfinden würde, trotzdem noch das Ziel, was ich sage, okay, wenn es das wirklich gespielt wird, wollen wir da oben mitspielen oder nein, ich bleibe lieber dann bei meinen Tiroler Vereinen und spiele die Davis? Nein, also es geht mir immer um sportliche Höchstziel, was man erreichen will oder das Maximalziel, aber wie gesagt, das wäre ja dann für uns auch der ÖFB-Startplatz, wenn wir ins Playoff kommen. Das heißt, da hätten wir das Ziel praktisch von der Saison erreicht. Mhm. Und können sich natürlich, matcht man sich da gegen sozusagen im Durchschnitt bessere Teams von wie Hohenems oder in Salzburg. Ich war da mit dabei, wir haben im Winter mal gegen Binsbau gespielt, also das sind schon gute Teams, die was dort in den Ligen sein und natürlich ist das Ganze, die ganze Medaille hat da 2 Seiten. Auf der anderen Seite ist es nett, wenn man in Tirol Derby spielt und so weiter, auf der anderen Seite verliert man natürlich insgesamt etwas an
an Qualität oder Leistungsdruck in der Liga, wenn man das natürlich über drei Bundesländer verteilt sozusagen. Und deswegen freuen wir uns eigentlich auf alles, was da kommt. Und wir hoffen halt, dass das halbwegs normal runtergeht, dass wir endlich wieder die Zuschauer ins Stadion lassen dürfen, weil man darf nicht vergessen, wir hängen natürlich extrem an den Zuschauereinnahmen, an den Kantineneinnahmen und so weiter. Und die Sponsoren werden sich auch hier und da mal fragen, oder wenn so und so viele Zuschauer im Stadion sein, ob das überhaupt noch die Werbeleistung ist, die was man verkauft hat. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, dass endlich das normale Leben da im Fußball zurückkehrt, das was wir uns vorstellen. Weil sonst wird es ganz schwierig, vor allem in der dritten Liga. Hat natürlich sehr viel Energie gekostet, auch jetzt nicht nur, weil man die Mannschaft umgebaut hat, einen neuen Trainer und neue Ziele gemacht hat, sondern überhaupt dieses ganze Corona-Thema mit keine Zuschauer, man muss Spiele verschieben, man muss flexibel sein, man hat ein Präventionskonzept, was wieder nicht erlaubt ist, dann ist es wieder erlaubt, dann darf man vielleicht die Kantine nicht aufhören. Also wie zehrt das, du bist Obmann des Vereins, wie zehrt das eigentlich an den Nerven eines Obmanns, der jetzt nicht spielen muss, der früher gespielt hat, aber jetzt nicht spielen muss, sondern für das Ganze rundherum zuständig ist? Ich würde lieber spielen. Ja. Auch jetzt doch. Lieber haue ich mir mit 40 da auf den Platz raus, als die ganze, als die ganze Arbeit drumherum, die was wirklich teilweise sinnlos war, weil man eben sich Sachen überlegt hat und dann ist wieder anders gekommen von der Regierung. Also die Planlosigkeit von oben, die war schon ziemlich zermürbend, das muss ich schon ganz klar sagen. Und es schaut jetzt für mich. Ich sehe da immer noch kein Licht am Ende des Tunnels, weil da zu wenig sozusagen konstruktiv gearbeitet wird, ganz oben bei uns in Österreich, glaube ich, und restriktiv. Und deswegen, sicher da noch eine lange Pause vor uns, ganz ehrlich. Ich glaube auch nicht, dass man am 12. oder am 20. Februar wurde die Meisterschaft ja dann nachgeholt. Ob wir da spielen oder nicht, weiß ich nicht. Und drumherum hat man sowohl nicht nur in der Kampfmannschaft als auch im Nachwuchs extrem viel zu tun gehabt, extrem viele Gespräche geführt mit der Gemeinde, mit Bezirkshauptmannschaft und so weiter. Und wir haben da einen tollen Mann im Verein, das ist der Martin Schneebauer, unser Clubmanager, der das eigentlich professionell betrieben hat bei der WSG Swarovski Wattens, damals in der zweiten Liga. Und von dem die Burschen spielen jetzt bei uns und der ist eben durch einen Berufswechsel auch zu uns gekommen und der hilft uns da sehr und trotzdem ist es viel Energie, was man braucht, die ganze Energie, die ganze Saison lang, dass man da am Ball bleibt. Ja. Und da fragt man sich schon manchmal, ob das gescheit ist, was man da ehrenamtlich macht. Vor allem, wenn man das ehrenamtlich macht und viele Ehrenamtliche ja jetzt viel Freizeit haben, weil sie nichts zu tun haben, dann sagen eigentlich, oh, das ist ja ganz angenehm jetzt, weil der Fußballplatz hat doch schon viel Zeit gekostet. Jetzt habe ich viel mehr Zeit mit meiner Familie. Das ist ja auch immer ein Funktionärsproblem in Österreich gewesen. Vielleicht kommt ja das dann auch noch zu tragen. Du hast aber angesprochen den Nachwuchs. Jetzt möchte ich ganz kurz zu dem Nachwuchs noch sagen. Für die ist es natürlich extrem, keine Bewegung, dieses Spielerische, was sie haben, an der frischen Luft spielen, mit Freunden sich treffen. Und das ist ja auch ein Platz, wo man sich trifft. Der Fußballplatz ist ja nicht nur ein Platz, wo man Sport ausübt, sondern auch mit Freunden trifft. Jetzt hat man natürlich den Kampf gegen PlayStation, Smartphone, was weiß ich, wie das alles heißt. Ja. Zu Hause sitzen, ist das bei euch auch irgendwie spürbar, dass vielleicht irgendwie dann Kinder sagen könnten, so, mich interessiert Fußball jetzt eigentlich gar nicht mehr, ich bleibe jetzt lieber zu Hause und spiele weiter mit dem Smartphone? Also wir haben, ich glaube, 15% nach dem ersten Lockdown weniger Nachwuchskinder gehabt in verschiedenen Mannschaften. Das war auch schon sofort sichtbar. Aber ich glaube gar nicht, dass das ein Kampf gegen PlayStation oder sonst was ist. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, ja, die falschen Werte werden da vermittelt. Man sieht ja in der Schule auch, oder? Durch die Stundenpläne, was die mittlerweile haben. Das war bei meiner Zeit auch noch anders, oder? Da habe ich natürlich am Nachmittag rausgehen können, ohne Sorgen sozusagen, und war weg. Und habe dann Fußball gespielt oder sonst mich irgendwie bewegt. Und jetzt teilweise sitzen die den ganzen Tag rein, am Abend sollten sie noch irgendwas machen und dann sollten sie noch Training gehen. Also das war mir auch schon fast zu heftig. Also da die ganze Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert,
schätze ich, wird es ganz schwer bekommen, in Zukunft viele Sportler, Breitensportler, Spitzensportler rauszubekommen, weil da sind wir komplett auf dem Holzweg. Also da schätze ich mal, dass man in die Schulen schon hergehen muss und die Motivation zur Bewegung ganz anders fördern musste. Oder im Kindergarten schon eigentlich. Also was da teilweise abgeht, auch in meiner Umgebung, ist haarsträubend. Also das kann man auch nur vergleichen mit unserer Zeit und ich bin jetzt auch nicht so alt. Und ja, da muss man als Elternteil natürlich hergehen und teilweise sagen, okay, die Hausübung ist jetzt nicht so wichtig und jetzt gehst du raus und klopfst den Ball auf, jetzt mal auf die Wand auf. Ist viel gescheiter, wie da nochmal ins Mathebuch schauen, ganz ehrlich. Du glaubst einfach, dass man die Kinder mehr auch wieder erziehen sollte in der Schule schon zur Bewegung. Jetzt habe ich ja auch schulpflichtige und kindergartenpflichtige Kinder zu Hause. Da sagt man eigentlich mal, ja, na, wir kommen in die Schule und dann machen wir mal ein paar Übungen vor der Schule. Und ja, Turnen ist jetzt abgesagt, der Corona, und das dürfen wir nicht. Und so weiter und so weiter. Für mich nicht verständlich. Bewegung gehört dazu. Ich selbst war in einer Sportschule mein ganzes Leben. Jetzt egal in welcher. Ich habe auch früher Fußball gespielt und ich habe mich auch viel bewegt. Ich bin auch heimgegangen. Das erste war, Mama, darf ich im Park gehen? Das war bei mir das Erste, was ich gefragt habe und direkt vom Park dann ins Training. Heutzutage ist das aber fast gar nicht möglich, weil die Kinder ja schon fast einen Stundenplan haben oder einen Terminkalender wie ein Erwachsener. Meine Worte, ja. Leider ist es so, ja. Muss man sagen. Ja, also wie gesagt, die Wertigkeit von Sport, weil es halt ja ein Thema ist, einfach. Die muss wieder in die Köpfe rein, glaube ich, insgesamt, egal welcher Sport. Und die Bewegung einfach, wie gesagt, ich glaube, die Leute geht es insgesamt besser und sie lernen auch besser und sie leben auch besser und gesünder, wenn sie sich bewegen. Ich glaube, das ist hoffentlich bewiesen durch unsere Experten und Gesundheitsminister und so weiter. Und wenn es nicht so ist, dann ist es falsche Land für mich. Ihr habt halt auch in den Bergen auch andere Sportarten natürlich, auch wie andere, aber Skifahren ist ja bei euch sicher auch jetzt ein Thema bei euch. Ist der erlaubt derzeit? Die Skilifte sind offen, die Fußballplätze sind zu. Verstehst du sowas? Ja, aber wie gesagt, auch da sieht man, dass sich weniger Leute bewegen wollen und heute hat es minus 10 Grad, am Berg wahrscheinlich minus 12, ein bisschen Wind dazu. Das ist, da muss man dann schon gern Skifahren und das ist dann mittlerweile die Jugendlichen auch nicht mehr so. Also das ist egal, welche Sportart man da hernimmt. Die haben überall Probleme im Nachwuchs und vor allem Skifahren ist extrem teurer und extrem aufwendiger Sport. Bis man da mal auf der Piste steht, gehen schon mal 1,5 Stunden. Damit man sein Ski auch fahren kann, mehr oder weniger, was man noch hat und so weiter. Also da ist Fußball eigentlich viel einfacher zu verkaufen und zu vermarkten. Man muss halt viele Plätze schaffen in Zukunft, glaube ich, wo sich die Jungs treffen können, so ähnlich wie in den Städten mit den Käfigen und so weiter. Das ist bei uns noch nicht so ausgebaut. Im Sportzentrum, wenn man so schaut untertags, passiert leider nicht viel, weil die Kinder eben in der Schule sind. Und deswegen gibt es da für mich nur entweder die Strategie, dass man den Schulplan komplett ändert, das heißt, da viel, viel Bewegung einbaut und viel musische Sachen oder sonst was, das, was die Kinder halt ein bisschen freier gestalten lässt, ihren Alltag sozusagen und zu verschiedenen Sachen motiviert, die einfach gesund sind. Und sonst die andere Strategie ist, dass man halt hergeht und vom Club aus oder von Stadt aus das forciert, dass man dort in die Horte und was mittlerweile so ist, wirklich hergeht und Stunden anbietet sozusagen. Und vom Verein machen wir ja auch viel. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt mit der Hauptschule, mit der Mittelschule Oberstadt in Imst. Die haben so einen IT-Lehrgang und dort haben wir auch das Fußball jetzt und den Sport sozusagen dazu dann mit der Schule gemeinsam. Und da kommt unser Kampfmannschaftstrainer unter anderem zum Einsatz, geht da 2 Stunden hin und die haben insgesamt, glaube ich, 6 Stunden Sport, in 4 Stunden Fußball und die machen das praktisch mit IT und als Schwerpunkt sozusagen mit und das läuft eigentlich ganz gut, wird super angenommen. Also es gibt auf alle Fälle Möglichkeiten, die Kinder wieder für die Motivation und für den Spielspaß und für die die Leistungs wie soll ich sagen für leistungsgewolltes Leben sozusagen wieder zu motivieren. Und dort versucht man eh die Hebel anzusetzen als Club sozusagen. Aber wie gesagt, es wird nicht leichter, aber es gibt Möglichkeiten,
mit viel Arbeit und viel Engagement, dass man da dementsprechend die Jugend wieder zum Verein und zum Sport führt. Du hast es angesprochen, die Jugend, aber man soll auch andere Leute noch zum Sport und in den Stadien führen, nämlich die Zuschauer. Die fehlen natürlich beim Fußball, ist egal jetzt in welcher Liga, die gehören einfach dazu, das ist wie der Salz in der Suppe, wenn jetzt keine Stimmung am Platz ist beim Derby oder auch kein Derby, das gehört einfach. Ihr habt ein bisschen einen anderen Weg schon gewählt wie einige andere Vereine. Bei uns in der dritten Liga im Osten ist es schon gang und gäbe. Bei uns werden alle Spiele gestreamt, live auf unserer Plattform Fan.at, auf Krone.at. Bei uns wird ein Live-Spiel im Fernsehen gezeigt, auf Krone TV. Ihr seid diesen Weg auch gegangen, habt eure Spiele auch gestreamt. Hat man da jetzt als Verein, hört man immer, naja, ich habe da ein bisschen Angst, dass die Zuschauer nicht mehr kommen und dass ich meine Wurstsemmel nicht mehr verkaufen kann. Kannst du den Vereinen die Angst nehmen und sagen, du Freunde, wir haben keine Angst, Wurstsemmel nicht zu verkaufen, wir haben dort 5.000 Zuschauer gehabt und haben genauso Geld verdient damit? Erstens das, also das eine ist die wirtschaftliche Geschichte und das andere ist praktisch das Image und das Marketing vom Verein, der was natürlich über Livestreams extrem toll zu verkaufen geht, vor allem wenn man dann eine Mannschaft hat, die gut spielt sozusagen. Also wir haben eher mehr Zuschauer ins Stadion bekommen durch das, dass wir streamen. Und man darf nicht vergessen, es ist ja national und international zu sehen. Das haben wir auch, unsere deutschen Gäste sind dann wirklich ins Stadion gekommen, haben sich das Stadion angeschaut, haben sich die Mannschaft angeschaut, haben sich das Spiel angeschaut, nur weil sie halt vorher geschaut haben, was da fußballtechnisch los ist und gesehen haben, dass der SC Ilm sozusagen im Social-Media-Bereich dementsprechend groß ist und wollten sich dann das Stadion anschauen. Also das ist für mich eine reine Vermarktungsplattform. Andererseits, wie gesagt, ein wirtschaftlicher Punkt, der sehr wichtig wird für einen Club. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem Club jeglicher Sportart empfehlen. Und die Sponsoren, mittlerweile haben wir auch Sponsoren, die sehr viel Geld im Onlinehandel verdienen. Das heißt, der Weg vom Mauszeiger sozusagen, vom Livestream-Bild auf das Produkt vom Sponsor und eventuell sogar den Kauf, ist ganz kurz. Also zur Vermarktung gibt es fast nichts Besseres, meines Erachtens. Und Corona hat uns hier halt auch in die Hände gespielt quasi. Zuschauer sind nicht erlaubt, das heißt, es ist ihnen nur dieser Livestream eben übergeblieben, dass sie die Spiele sehen und dann auch noch so zahlreich. Was hältst du prinzipiell von Freitesten? Gibt es ja jetzt nicht mehr, aber jetzt ist diese Frage Eintritt-Testen so quasi. Das heißt, Zuschauer dürfen dann mit einem negativen Corona-Test ins Stadion. Was hältst du davon? Naja, also dann hat die sie müssen früher ja auch testen, ob sie Grippe haben oder sind schon besonders, oder was gefährlich ist für jemanden. Also da setze ich stark auf die Selbstverantwortung eines jeden und er muss ja andere Hygienemaßnahmen auch einhalten und so weiter. Und wie gesagt, wir haben das vorher mit den Hygienemaßnahmen und mit die Plätze gemacht und so weiter, bis das dann wieder abgebrochen wurde. Hat super funktioniert. Man hat darin gesehen, die Zuschauer, denen das zu riskant ist, in die Masse zu gehen oder mit anderen Menschen zu sprechen im Freien, die müssen zu Hause bleiben, die können sie dann bei Livestream anschauen. Und der überwiegende Teil oder 95% hat sich da gar keine Gedanken gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich würde jetzt den ganzen Vereinen, die solche Veranstaltungen abhalten, nicht noch was aufs Auge picken, weil irgendwann ist es nicht mehr handelbar. Also, Ich als freiwilliger Funktionär und der das unentgeltlich macht und meinen Kopf dafür hinhält, will sicher keine Strafen riskieren, weil irgendwelche Leute mit gefälschten Tests oder mit irgendwelchen russischen Tests oder sonst was reinkommen, oder? Und mich dann vielleicht noch vor das Gericht zerren, mehr oder weniger, für so einen Oberwahnsinn. Oder? Also das muss man dann überlegen, also ob ich das mitmache, die ganze Aktion. Ob man dann nicht das Verein lieber sagt, okay, ich habe lieber keine Zuschauer, bevor ich diesen ganzen Aufwand habe, weil man muss das kontrollieren. Also es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt 5 Minuten vor Spiel komme und einfach zuschaue, mir meine Karte hole und reingehe, sondern da ist ja auch ein anderer Aufwand dahinter. Ne? Ja, das sagt wir müssen uns überlegen, was wir da machen. Also was kommt als nächstes, oder? Wo testen wir die Leute, ob sie einen Führerschein haben, da haben sie dann eine, keine Ahnung. Also das wird schon irgendwie, da wäre ich schon fast paranoid, oder? Wenn ich solche Sachen höre. Also
da kann ja alles kommen mittlerweile dann, oder? Damit, wenn man die Leute dann nicht zugesteht, dass sie wissen, dass sie sich im Freien ein Fußballspiel anschauen dürfen mit den und den Situationen, dann, ja, dann leben wir nicht in einer Demokratie, sondern in irgendwas anderes, aber für mein Verständnis ist das alles ein bisschen komisch. Aber ich muss dir beipflichten, die Zuschauer, die noch erlaubt waren, die Konzepte, die die Vereine gemacht haben, haben perfekt funktioniert, auch bei unseren Live-Spielen, wir haben das gesehen, die haben sich alle daran gehalten, der Abstand wurde eingehalten, es wurde Hände desinfiziert, es wurde auf seinen Sitzplatz gesessen, also es wurde jetzt nicht gefeiert oder sonstiges, die Kantine war nachher oder eigentlich auch unter dem Spiel fast leer, die Leute haben auch bei der Kantine die Abstände eingehalten. Ja, vielleicht waren wir nicht lang genug am Sportplatz dann. Aber ich möchte jedem zugestehen, dass er entweder einen Meter oder zwei Meter oder einen halben Meter zu einem anderen, ich will es gar nicht kontrollieren, weil, wie gesagt, wer bin ich denn, dass ich in ein Leben von einem anderen eingreife? Der muss das selber wissen. Und die Verantwortlichkeit gebe ich ihm, wenn er ins Stadion darf. Also von dem her, wie soll ich sagen, also die Situation da in der Politik und so weiter, die macht natürlich niemandem Freude und ohne Leute im Stadion nochmal zu spielen, ist nur die Hälfte wert und wir machen es auch irgendwo für die Zuschauer und man ist auch stolz, wenn viele Zuschauer da sind und so weiter und deswegen alles, was da das Ganze verkompliziert und die Zuschauer vom Fußball aktiv oder live im Stadion weghält, das kann ich nur für schlecht beurteilen. Extrem schlecht für den Sport, extrem schlecht für den Verein, extrem schlecht für die Sponsoren, extrem schlecht für das Soziale in der Städte. Man sieht jetzt eh schon, die Gesellschaft ist extrem gespalten und so weiter. Das merken wir auch schon. Also, wir haben auch schon Votgefechte auf dem Sportplatz gehabt, wo man eine Maske aufgehört hat und der andere nicht und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, da hat man nicht die Büchse der Pandora da geöffnet. Für alle. Kommen wir weg von Corona, kommen wir wieder zum SC Imst. Auf eurer Homepage habt ihr geschrieben, wir sind erst am Beginn unserer Reise und das gesamte Team arbeitet hart, um sich weiterzuentwickeln. Wohin will man sich entwickeln? Wo soll die Reise hingehen, wo man ja erst am Anfang jetzt steht? Wir haben auch kurz gesprochen vorher, Playoff, zweite Liga, derzeit noch kein Thema. Infrastrukturell muss man noch ein bisschen was machen, vielleicht auch mannschaftlich etwas machen. Will man irgendwann einmal in die zweite Liga oder sagt man, na, eigentlich will ich das gar nicht? Mir taugt die Regionalliga Tirol so sehr? Ja, es gibt mehrere Ziele. Also einfach der Unterbau muss für mich auch stimmen sozusagen. Also da muss auch dementsprechend professionell im Nachwuchs gearbeitet werden. Das ist mir ganz wichtig, dass wir da Plattformen zusammenkriegen, die wir im Tiroler Oberland dementsprechend den Jugendlichen, die sich leistungsorientiert weiterentwickeln wollen, jede Möglichkeit geben. Wir haben zum Beispiel so einen Fall wie in Schnick David, der was jetzt bei der WSG Tirol spielt, in Wattens und der war bei uns und kommt aus Imsterberger in der Nähe mehr oder weniger, hat sich über einen Heimatclub schön wie Smils über zu uns entwickelt und hat dort dann angefangen wirklich professioneller zu arbeiten sozusagen an sich und der hat jetzt einen sensationellen Lauf hingemacht und ist beim LASK Profi ausgeliehen zur WSG Wattens. Solche Beispiele, da wollen wir hin, also das heißt, einmal der Unterbau, dann die Kampfmannschaft, die das höchstmögliche Level immer in Verbindung mit der Wirtschaft erreichen kann. Bei der Infrastruktur haben wir eigentlich alles außer ein Flutlicht und eine Rasenheizung. Das Flutlicht selber ist noch zu schwach, das müssen wir nachjustieren. Da haben wir auch schon seit 2 Jahren jetzt Gespräche mit der Stadt. Wir haben uns auch die Auflagen von der Bundesliga für die zweite Liga schon angeschaut. Reden auch mit anderen Clubs, die sagen wir mal, so Schwellenclubs sind, die so wie Vögel zum Beispiel oder den Binzgau, die haben da schon, wie gesagt, richtig gute Pläne. Dann gehört noch dazu, dass man das Ganze auch rechtlich anders aufstellt, dass das eine GmbH wird, dass die Leute angestellt werden und so weiter. Das sind viele so kleine Schritte es kann ein schöner Weg sein. Und da braucht man natürlich Partner aus der Region, die was den Weg mitgehen. Finanziell, die was da den Mehrwert auch erkennen und das versuchen wir jetzt auch. Wir versuchen jetzt auch einen Wirtschaftsbeirat dementsprechend einzuberufen und der größere Kreise zieht, größeres Netzwerk und ja, also es sind sehr viele kleine Schritte, die dann auf dem Weg zum
ja, zum Club, der halt zweite Liga spielen könnte, sozusagen, passieren müssen zuerst. Eine Frage habe ich dann noch, weil ja immer die zweite Liga natürlich der nächste Schritt aus einer Regionalliga ist. Jetzt hat man die Westliga in Wahrheit gesprengt. Es gibt in Wahrheit jetzt keine Regionalliga West mehr. Es gibt Salzburg, es gibt Tirol, es gibt Vorarlberg. Erstens einmal, warum hat man diesen Schritt gemacht? War wirklich das Reisen für die Vereine so groß? Waren die Kosten so hoch? Oder warum hat man sich dafür entschlossen, dass man gesagt hat, okay, nein, keine Westliga mehr? Und warum gehen jetzt viele Vereine so, vor allem aus Salzburg, her und sagen, ich will auch gar kein Playoff mehr spielen? Weil mich interessiert das eigentlich, ich will gar nicht aufsteigen. Ja, heuer ist eben so, oder? Dass niemand aufsteigen will und man sich überlegt, natürlich hat auch niemand zu viel Geld heuer, ist ja klar, weil es, wie gesagt, einige Sponsoren abgesprungen, Zuschauer nicht dabei und so weiter und so fort. Also uns fehlen ja auch tausende Euro jetzt in der Herbstsaison, muss man sagen, oder? Und deswegen ja, hält man es für unsinnig, dass man jetzt einmal umreist und um etwas spielt, was eigentlich keiner will, sozusagen. Das war jetzt mal, ich habe mal mit einem Obmann von Vogel drüber geredet und ja, es ist wirklich so, also wie gesagt, sportlich ja, auf alle Fälle, dass man sich überregional misst mit den anderen Mannschaften, das wäre total interessant, aber trotzdem, also aus wirtschaftlicher Sicht und aus der kalkulatorischen Sicht mit der zweiten Liga ist es unsinnig eigentlich, jetzt gerade in der Situation. Trotzdem finde ich, dass man die Regionalliga West wieder aktivieren sollte, dass das Ganze wieder für die Clubs sportlich sicher attraktiver werden sollte, sozusagen wieder mit allen drei Bundesländern zu spielen und dass sich die Verbände überlegen sollten, ob sie nicht den Clubs, die da fahren müssen, eher bei der Vermarktung zu helfen, damit das Geld für Bus und Co. da ist, weil, wie gesagt, als Sportverein verfolgt man sportliche Ziele und das sportliche höhere Niveau hätte man sicher, wenn man alle drei Bundesländer zusammenlegt und dort wieder die Regionalliga West spielt, weil der Abstand zur zweiten Liga auch geringer wird, das muss man auch ganz klar sagen, weil so ist jetzt extremer Aufwand, also vor allem vom wirtschaftlichen und dann auch vom Kader, überhaupt eine zweitligatauliche Mannschaft stellen zu können. Also da sind wir ja noch weiter weg wie vorher. Weil ein Regionalliga-Ostverein wird sich da viel leichter. Der hat schon andere Strukturen, man sieht ja das, wesentlich bessere Budgets. Ja, und hat dann immer den großen Schritt in die zweite Liga. Und da sind wir im Westen vielleicht auch durch unsere Struktur und durch unser Handeln von den derzeitigen Verbänden in den Ländern total weit hinten eigentlich, Österreich weit. Ne? Schaut man da irgendwie neidisch, weil ich habe das immer auch aus der Mitte und so gehört, schaut man da irgendwie auch neidisch dann in den Osten und sagen, eigentlich, die machen das halt, ich meine, es ist weniger zu fahren, es ist halt wirklich kompakter, sage ich jetzt einmal, ja. Aber ist das ein bisschen so, dass ich auch sage, okay, vielleicht die Ballungsräume mit Wien und mit dem Ganzen, ja, sagt man da vielleicht, ja, die haben es vielleicht ein bisschen besser wie wir im Westen? Ja, geografisch vielleicht schon, aber wenn ich so die Clubs anschaue, die machen auch viel mehr. Also, wie gesagt, da gibt es, ich weiß es nicht wie, ich muss nach in Osten fahren und in Abstädten und so reden, aber auf jeden Fall haben die viel größere Sponsoren, eine ganz andere Lobby im Fußball. Dann die Vereinsstrukturen, die Zuschauer und so weiter, teilweise bei den größeren Vereinen, das sind ja schöne, große Traditionsvereine unter anderem dabei. Das gibt es im Westen auch nicht so. Und das Nächste ist, ich glaube, insgesamt die Vermarktung vom Club zumindest funktioniert besser und man muss sich wirklich überlegen, ob man die Liga anders vermarktet. Da gibt es jetzt mittlerweile ja, mehrere Plattformen und Livestream-Geschichten und so weiter, wo man wirklich den Club ganz anders herstellen kann, wo man viel mehr ins Marketing gehen kann und dann den Club sozusagen und das ganze Niveau von der Liga sozusagen auch besser verkaufen kann. Das ist natürlich eine Sache von Liga, sprich Fußballverbänden und die Fußballverbände müssen da einfach, sagen wir mal, den gleichen Weg gehen wie die Clubs, sportlich und wirtschaftlich dementsprechend die nächste Phase erreichen. Ich glaube, da gibt es Projekte für Vereinsfunktionäre in Oberösterreich, glaube ich,
gibt es eine Funktionärsschiene, wo auch die Funktionäre geschult werden. Ich glaube, wir haben gute Trainer, gute Spieler, aber bei den Funktionären und bei den Leuten, die was praktisch das ganze wirtschaftlich und marketingmäßig ankurbeln sollten, da haben wir noch sehr viel Nachholbedarf. Wenn man da in die deutsche dritte Liga, vierte Liga schaut, das sind ganz andere Vereine. Also von dem her müssen wir noch viel dazulernen und uns auch ja, total anders verkaufen. Das wollen wir als Krone.at, Kronenzeitung mit der dritten Liga, mit Krone TV, wollen wir eine flächendeckende dritte Liga haben. Deswegen heißt sie auch die dritte Liga. Das heißt, wir wollen ja auch den Westen, die Mitte und den Osten unter ein Dach bringen. Das ist also unser großes Ziel, natürlich auch den SC Imst. Und jetzt habe ich noch Fragen, was ist euer Ziel? Ihr habt es ja gesagt, zweiter Platz, Playoff, ÖFB Cup. Das ist natürlich das Ziel. Wird da auch jetzt noch was investiert, obwohl das Geld jetzt nicht so locker sitzt vielleicht, dass man sagt, okay, es ist Transferzeit, seit 7. Jänner bis 8. Februar ist Transferzeit, was ja auch relativ schwierig ist, weil ich kann mir jetzt keine Spieler anschauen, weil ich kann nicht trainieren, ich kann mir keine neuen Spieler zu mir holen, dass ich sage, okay, ich stelle den jetzt so eine Woche, zwei Wochen auf die Probe. Wird es Verstärkungen geben im Imst? Gibt es schon Verstärkungen? Verlassen Spieler den Verein? Wir haben erst Vorstandssitzung gehabt und verlassen wird uns niemand, nein. Es gibt ein paar Änderungen in der zweiten Mannschaft, aber in der ersten Mannschaft kommen zwei Perspektivspieler dazu. Einer aus der Akademie und einer aus der Umgebung, den man vorher schon gesichtet hat sozusagen, also im Herbst und letztes Jahr im Frühjahr schon. Und dann war es das auch. Also die Mannschaft ist ja nicht schlecht, das heißt, die kann auch noch mehr. Und wir gehen unseren Weg weiter mit regionalen Talenten sozusagen für die Kampfmannschaft 1, das zu machen. Und wir bieten natürlich auch an, regionale Talente für den Nachwuchs, also dass regionale Talente auch in unseren Nachwuchsmannschaften unterkommen sozusagen. Dass der stetige Bau sozusagen und das leistungsorientierte, professionelle Training in Tiroler Oberland auch hier angeboten werden kann in Imst. Also das ist unser Weg und das ist, glaube ich, ein nachhaltiger Weg auch für so einen Fußballclub. Und deswegen seien wir da eher gespannt, was auf uns zukommt. Aber sonst tut sich jetzt im Winter natürlich nicht viel, ist klar. Also auch wirtschaftlich wie personell kaum Änderungen. Und ich wollte eher nochmal sagen, Dank all meinen den Partnern vom SC Imst. Also die halten uns wirklich treu die Stange. Und denen möchte ich einmal Danke sagen für alles. Und wir werden uns dann hoffentlich gleich mal wieder auf den Fußballplätzen sehen. Eines zum Abschluss noch, die Regionalliga Ost und die Regionalliga Mitte haben ja noch ein paar Spiele, bis eine Hinrunde durchgespielt ist. Bei euch ist ja das ein bisschen anders, also ihr spielt ja Hin- und Rückrunde, normalerweise schon im Herbst und dann eben dieses Playoff im Frühjahr. Jetzt fehlen in der Ostliga ein paar Spiele, in der Regionalliga Mitte ein paar Spiele, dass dieser Stand dann auch zählt nach einer Hinrunde. Wie ist das bei euch jetzt eigentlich? Zählt der Stand dann nach dem Grunddurchgang? Hat man sich da schon was überlegt, wo es dann Absteiger und Aufsteiger geben wird? Oder haben die gesagt, nein, das Playoff muss auch gespielt werden oder das untere Playoff muss gespielt werden, dass es Absteiger gibt? Wie ist das, wie wird das in Tirol gehandhabt? Oder wissen da haben wir, weiß man das noch gar nicht? Wir wissen jetzt nur, der Stand jetzt ist, dass wir eigentlich die Rückrunde sozusagen fertig spielen sollen. Und also warum also die Rückrunde ist bei euch quasi der zweite Durchgang gegen die Vereine. Dass eine Meisterschaft gespielt wird, einmal mit Hin- und Rückspiel. Genau. Und die muss fertig gespielt werden. Also den Informationsstand habe ich. Was Plan B und C ist, weiß ich nicht. Also okay. Da gibt es auch keine konkreten Vorschläge. Ein Vorschlag, wie gesagt, das war aber nur so privat von Obmann zu Obmann. Mit dem Würgel Obmann, mit Andi Witschpendner, dass man eventuell das Ganze im Land fertig spielt, weil eben die Situation so ist, dass kein Verein mehr auf will in die zweite Liga. Okay. Das aber heißt, der SC Imst hätte drei Spiele, dann wäre die Saison vielleicht vorbei für ihn. Ja, genau. Kann auch sein. Also, wie gesagt, ob es dann einen Absteiger gibt oder nicht, ob das Ganze gewertet wird wieder oder nicht, keine Ahnung. Okay. Na gut, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute, gesund bleiben, erfolgreich bleiben.
noch gute Spiele. Vielleicht gibt es ja bei den Top-Spielen gegen den Tabellenführer Kitzbühel und so, vielleicht gibt es ja schon Zuschauer, wenn nicht. Wir werden einen Livestream haben, den ganz sicher. Das kann man schon aus Imst versprechen. Ansonsten kann ich nur wünschen, alles Gute, viel Glück in der Meisterschaft. Hoffentlich dürfen wir bald zum Trainieren anfangen und dass die Kids wieder zurückkommen am Fußballplatz. Das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und der SC Imst ist ja schon dabei bei uns, bei FENAT, Fußball aus jeder Ecke des Landes, also auch aus Imst, aus Tirol. Schauen Sie mal rein, vielleicht ist Ihr Lieblingsclub auch dabei, www.fen.at. Wenn nicht, kommen Sie auf unsere Facebook- und Instagram-Seite der dritten Liga. Besuchen Sie uns natürlich auch unter krone.at der dritten Liga. Also wir sind ja eh überall erreichbar und empfangbar. Bei dir darf ich mich jetzt bedanken, Manuel, für deine Zeit, dass du bei uns im Studio zu Gast warst. Leider nicht hier im Studio, sondern nur per Skype. Ja. Ist ja ein bisschen eine Distanz zwischen Wien und Imst. Aber mich freut es, dass es so geklappt hat, dass wir dich zuschalten können und den Leuten vor dem Fernseher auch mal die Regionalliga Tirol ein bisschen näher bringen konnten. Richard Slezak war ja schon bei uns zu Gast im Studio, der Trainer von Wacker Innsbruck 2, auch ein guter Freund von mir, der hat gesagt, ja, er hat sich einmal ein bisschen akklimatisieren müssen. Er war ja im Osten schon tätig, jetzt in Tirol tätig, hat er gesagt, das ist was anderes, hat er gesagt. Ja. Aber sehr schön. Also gegen uns schon, ja. Ist was anderes. Aber ich sage einmal danke für deine Zeit, Manuel, viel Glück noch und gesund bleiben. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuschauen bei uns bei der dritten Liga hier auf Krone TV. Und ja, schalten Sie wieder ein am Montag 21.40 Uhr, wenn es wieder heißt, die dritte Liga bei uns hier auf Krone TV. Auf Wiedersehen.